Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge meiner Serie MC at Work. Wir haben in der letzten Folge die beiden Bahnen hier umgefärbt auf die jetzige Farbe und wir haben dieses Karussell hier gebaut. Ich werde in dieser Folge noch eine Flat Ride bauen, also noch eine kleinere Attraktion bauen, damit wir da eine kleine Auswahl haben, also zwei haben, und dann werde ich, denke ich mal, auch schon wieder anfangen, die Bahn zu themen, also sprich, hier ein Stationshaus draufzusetzen, hier ein Stationshaus draufzusetzen, das habe ich noch nicht gemacht. Da, die kriegen ein Stationshaus, das kriegen ein Stationshaus. Und dann, denke ich mal, werden die nächsten zwei Folgen auch schon wieder gefüllt sein. Und dann müssen wir mal gucken, was wir noch machen, wie viel Zeit wir, was wir in der Zeit machen, die wir noch haben, bis das Szenario beendet ist, also bis die Zeit abgelaufen ist. So, ich habe überlegt, wir machen hier eine kleine Themenfahrt. Ja, Themenfahrt, Anführungszeichen. Hier gehen wir jetzt mal auf 12 Wagen runter, weil ansonsten entstehen hier Staus und dann stehen uns hier die Wagen bis hier vorne und das ist natürlich auch nicht so geil. Deswegen machen wir das jetzt mal so und gucken, wie viel Stau entsteht. Ja, ich denke mal, dass wir es ganz gut hinbekommen haben mit den 12 Wagen. Vielleicht muss man noch einen entfernen oder dazu tun, aber nicht. Das sieht unterm Redewagen relativ gut aus. Jawohl, hat perfekt gepasst. Gut, und das ist Mittel, das heißt, wir können für die Bahn auch recht viel Geld verlangen. Ich verlange jetzt mal 3,50 €. Dann eröffne die. Wie viel Geld habe ich hier? Ich verlange 4 Euro, das ist gut. Ich gehe jetzt hier mal rauf, weil ich keine Lust habe, da großartig umzubauen. Jetzt muss ich die halben Wege wieder abreißen und dann wieder was zubauen. Später habe ich keine Lust drauf. Deswegen mache ich das so. So, und dann haben wir jetzt ja auch noch gute 5 bis 6 Minuten, um anfangen die Bahn zu themen. Ich fange mit dem Kiddy Coaster an, ich baue da ein kleines Stationshaus drüber und setze vielleicht noch ein paar Bäume in die Umgebung. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt davon in der Folge noch schaffe. Aber ich denke mal, das wird nicht zu lange dauern. So, das Besondere am Kiddy Coaster ist, dass man hier Türen, also Animatronik, einbauen kann, die dann auch reagiert. Das geht, wenn man das jetzt mal hier guckt. Bei dem Coaster geht es nicht. Deswegen finde ich es auch so schade, dass ich Kiddy Coaster überhaupt nicht bauen kann. Weil man gerade mit diesen Türen
ziemlich viel machen kann. Also auch recht coole Sachen damit machen kann und probieren kann. Hier kommt die nächste Tür rein, sodass die Bahn wirklich in die Station einfährt und wieder rausfährt. Ganz wörtlich genommen. Ups, da habe ich mich jetzt verklickt. 5 Euro für den Arsch. Ich wurde letztens auch noch mal gefragt, was für einen Sinn das eigentlich macht, Gebäude zu bauen über meine Station und alles. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erklärt habe, ich bin mir fast sicher. Wenn die Gebäude, die Stationsgebäude der einzelnen Bahnen überdacht sind, dann fahren die Leute auch damit, wenn es regnet. Wenn es regnet und da ist kein Dach, dann gehen die Leute zwar nicht aus der Warteschlange raus, aber es gehen auch keine neuen Leute rein, weil sie einfach sagen, sie fahren diese Bahn nicht, wenn es regnet. Wenn die Queue, also die Anstellreihe, allerdings überdacht ist, dann sehen die das auf einmal nicht mehr so ernst und dann fahren die auch die Achterbahn, obwohl es regnet. Und so kann es halt einfach passieren, dass, und so hast du einfach bei längeren Regenschauern ja, bei langen Regenschauern bist du dann einfach, machst du keinen Verlust. Und natürlich sieht's gut aus, also wenn wir jetzt, so wie ich eigentlich baue, Transverfahren bauen, auf gutes Aussehen bauen, dann ist das natürlich einfach Pflicht. Aber ich suche jetzt halt Gründe, um das, damit man das auch, ups, damit man das auch hier im normalen Bauen wie der Kampagne hier benutzen kann. Und außerdem, wenn man das halbwegs gut kann, irgendwann melden sich dann nochmal die Peeps, also die Leute, die hier im Park rumrennen, und sagen, oh, was für eine schöne Landschaft und schwuppdiwupp geht's ihm wieder besser. Also es ist nicht ganz für den Arsch, dass wir das machen. So, da oben, was können wir sagen? Türmchen doof. Ihr seht, ich mache hier, habe hier keinen bestimmten Themenbereich, Ordnung, Afrika oder sowas. Das ist gerade, wie ich Bock habe, baue ich mir das jetzt hier zusammen. Ja, das ist die Grobausführung. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das noch weiter detaillieren kann. Und da ich jetzt nur noch wenig Zeit habe, mache ich lieber was anderes. Beispiel ziehe ich. Das werde ich in der Minute, die ich jetzt noch habe, gerade so schaffen. Hier ein hübschen Anführungszeichen. Eine Hecke drumherum. Weil es ja im normalen Freizeitpark. Ja, das ist wieder realistisch. Also alle die nicht realistisch sein wollen, die dürfen das wieder weghören. Weil es ja eigentlich im Normalfall auch so ist, dass man nicht direkt an die Schiene, an die Stützen kommt, weil es einfach viel zu gefährlich ist, weil es ja immer so total behinderte Vollspacken gibt, die sich dann an die Schienen hängen und wundern, warum man das nicht darf, weil es ist ja total ungefährlich und man lässt ja auch los, wenn der Zug kommt. Ja, sicher, aber lieber nicht. Und deswegen mache ich da auch immer Zäune um meine Bahn, um das einfach darzustellen. Ist auch viel zu unsicher, ich meine. Ich komme im Holiday, also ich bin relativ groß, ich komme im Holiday Park an einem Superwirbel kommen, ich kann nicht mich auch an der Schiene festhalten. Und da denke ich dann auch, also das hätte jetzt nicht sein müssen, da kann man auch ein Dach drüber machen, dass es eben nicht jeder macht. Ich mach's ja nicht, aber ich meine, es gibt ja so Idioten, die ihre Katze in die Mikrowelle stecken, die hängen sich dann auch an die Schienen dran.
So, während ich hier Wald pflanze, geht meine, läuft mir die Zeit davon. Wir sehen uns in der 9. Folge. Ich weiß nicht, ob ich die heute noch drehe. Und